Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate 3 finden sich die Helden in Begleitung von Jahira in Dantelons tanzender Axt ein, um die dortige lokale Harfnergruppe der Hohen Harfnerin Jahira Bericht erstatten zu lassen. Aber das läuft so gar nicht wie geplant. Los geht's! Will hat Pause und Jahira ist im Einsatz, denn die Helden befinden sich in Baldur's Tor auf der Würmbrücke vor dem Eingang von Dantelons tanzender Axt, einem Harfner-Treffpunkt, wie wir von Jahira wissen. Na dann, gehen wir mal rein. Es gibt nur eine Tür da oben. Na dann, auf geht's. Welcome to Dantelon's Dancing Axe. Our stock isn't used. It's tried and tested by the finest adventurers. Aha. Dantelons Tanz der Axt ist ein Laden für Abenteurerbedarf. Ja, macht mal zu. So. Somi ist ein Halborg. Stufe 10. Der hat schon einiges an Erfahrung. Hier haben wir Enthal Dantelon, der Namensgeber dieses Ladens. Den werden wir gleich mal ansprechen. Und hier hinten läuft noch jemand herum. Was ist das für einer? Noch ein Halborg, ebenfalls Stufe 10. Also, es ist wohl ganz gut bewacht hier. Dantelon, erkennst du Jahira wieder? Greetings, Sir. Your noble bearing brings a little class to my humble... Oh, you can turn off the charm, Enthal. He's with me. Blueberries. Thought I had a sale. You look tired, Harper. I missed you too. They're already here? Down below. Here's the key. Aha. Also, er spricht uns an, geschäftstüchtig wie ein Goldzwerg nun mal ist. Er ist auch schön gewandet. In Blau, das gefällt mir sehr gut. Aber Jahira rückt ihm gleich den Kopf zurecht, von wegen, wir sind nicht hier, um irgendwas zu kaufen. Wir sind hier, um irgendeinen heimlichen Harfner-Treffpunkt zu betreten. Und er gibt uns den Schlüssel. Und das ist irgendwo unten. Ja, was hat er denn anzubieten? Wir gucken mal einmal kurz rein. Rein. Ja. Müssen wir gleich mal zuschlagen. Er macht doch ein Geschäft hier. Wir kaufen wie immer unsere schönen Pfeile bis auf 20. Und die besonders schönen kaufen wir alle. So, hier. Pfeil des Konstrukten. Sehr damit. Unhold und Untoten. Sehr schön. Noch was Besonderes hier? Naja, hat schon einiges im Repertoire, das muss man ihm lassen. Translokation, das haben wir alles. Ah ja, hier, diese Pfeile mit der Bombe, oder nehmen wir alle 5. Oh, das wird teuer! So. Ja, es ist gut. Theoretisch könnten wir ihm hier welche verkaufen, aber macht das so viel aus? 26. Ich tu's mal. So. Ach nee, dich nicht, natürlich nicht. Diese gezackten Pfeile, die werden wir alle horten, bis wir einem Drachen über den Weg laufen oder anderen garstigen Gegnern. Hier, heiliges Wasser ist auch schön. Aber komm, wir haben zuletzt viel Gold gemacht. Ich bin so frei. Bomben, wir haben eigentlich mehr als genug. Aber mehr als genug sind natürlich auch nicht schlecht. So, er hat besondere Sachen. Das muss ich mir einmal angucken. Das tut mir echt leid. Wir haben hier normale Waffen. Das ist alles nicht so spannend. Der harmonische Duellant weckt Dringils Interesse. Es ist ein Rapier. Blank gezogen schimmert das Rapier und reagiert fröhlich summend auf Oberflächen in der Nähe. Das Ganze erinnert an die freudige Anspannung eines Schauspielers vor dem Auftritt. Gibt sanfte Harmonie. Was ist denn sanfte Harmonie? Führ einen Auftretenwurf aus. Bei Erfolg bewirken alle deine Nahkampfwaffenangriffe zusätzliche Schaden. Ja, Chaos-Modifikator. Okay, das ist eine Bardenwaffe. Das werden wir nicht kaufen.
So, hier normales Zeug. Der Bogen. Oh, was ist das für ein Bogen? Es ist ein Kurzbogen. Oh, Obacht. Das ist Dringils Hauptwaffe. Also Waffenkategorie. Das ist ein richtig schöner Bogen, wenngleich der nur eine Waffenverzauberung von plus 1 hat. Jetzt muss er deutlich besser sein als der Dunkelfeuer-Kurzbogen von Dringil. Mal schauen. Mit einer Reihe zunehmend verstörender Rituale, die mit der Asche von eines Gnoms und Seidenwürmern zu tun hat. Ich glaube, das von muss weg. Die sich an der Leiche eines Zwergenklerikers fettgefressen haben. Nur die Seidenwürmer oder auch der Gnom? Hat der Goblin-Schamane Kiruk Rotrat diesen tödlichen Bogen gefertigt? Eine Reihe zunehmend verstörender Rituale. Fantasie, bitte hör auf. Hör einfach auf, bitte. Was hat er denn hier? Beutebremser. Wird mit dieser Waffe ein kritischer Treffer erzielt, so wird die Zielkreatur auch verlangsamt. Mhm. Und Pestbringer, wenn du mit dieser Waffe Gnome oder Zwerge angreifst, erhältst du einen Bonus von 1W4 auf Angriffs- und Schadenswürfe. Oh, das ist natürlich eine situativ schöne Waffe. Gnome oder Zwerge? Also der Pestbringer ist jetzt nicht besser als der Dunkelfeuer-Kurzbogen, aber er ist etwas, was man situativ sehr gut einsetzen kann. Ich würde den mal auf die Kaufliste setzen. Gucken wir mal weiter, was haben wir da noch hier? Hörner des Berserkers. Werk einer Gestalterin und eines Zauberwirkers, die in einer schwierigen Trennungsphase steckten. Daher steckt die Rüstung voller aktiv-aggressiver Wut. Und im grauenhaften Gefühl, die letzten 10 Jahre damit verschwendet zu haben, hinter einem Vollidioten herzuräumen. Also irgendwas Ähnliches haben wir schon mal gefunden. Das ist vielleicht Teil eines Sets. Du erhältst einen Bonus auf Angriff, wenn du Kreaturen angriffst, bei Schaden erlitten haben. Das ist gar nicht schlecht. Blutdurst. Waffenlose Angriffe und Nahkampfangriffe bewirken zusätzlich 2 nekrotischen Schaden, solange deine Gesundheit nicht vollständig ist. Wenn du in diesem Zug keinen Schaden bewirkst, erleidest du dann... Waffenlose Angriffe und Nahkampfangriffe bewirken 2 nekrotischen Schaden plus, solange deine Gesundheit nicht vollständig ist. Wenn du in diesem Zug keinen Schaden bewirkst, erleidest du am Ende deines Zuges selbst nekrotischen Schaden. Das würde ich gerne ausschalten, aber das Blutsuchen gefällt mir richtig gut. Stellt euch mal vor, Karlach hat den Helm auf. Plus 2 auf Angriffswürfe, wenn du Kreaturen angreifst, die bereits Schaden erlitten haben. Das muss ja nicht von Karlach selber sein, kann ja auch von Dringir sein oder von irgendwem. Das ist ein schöner Helm. Weiter. Normale Rüstung, normaler Panzer, normale Rüstung, normaler Panzer. Kleidung des Landes und des Himmels. Vor langer Zeit war Koshigo ein bedeutender Krieger. Seine Ankunft auf dem Schlachtfeld in seiner riesigen Stahlrüstung, die Schulterplatten wie riesige Hirschgeweihe besaß, bedeutete den Untergang für seine Gegner. Trotzdem zeugt diese Rüstung, so leicht und fein gearbeitet, nicht von diesem Erbe. Seltsam. Es ist auch nur Kleidung, Gebirgspose. Wenn du geduldige Verteidigung verwendest, kannst du auch den Effekt von klingenden Bann nutzen. Das ist eine Mönchstracht. Ja, das brauchen wir uns nicht anschauen. Wir haben keinen Mönch dabei. Lederrüstung, Plattenrüstung, Ritterrüstung, Schienenpanzerrüstung, Schuppenpanzer. Umhang der Verlagerung. Das Fell ist so blau, dass es fast schon schwarz erscheint. Die Tentakel bewegen sich leicht, wenn sie sich um deine Schultern legen. Sie tauchen auf und verschwinden wieder. Zu Beginn des Zuges des Trägers wird der Umhang aktiviert und Gegner sind bei Angriffswürfen auf den Träger im Nachteil. Dieser Effekt hält an, bis der Träger Schaden erleidet. Ist auch ein guter Tankangriff. Ihr wisst schon was. Na. Ich pack's mal auf die Liste. Das Problem mit diesem Mantel ist, dass wenn dieser Effekt einmal weggeht,
Also es ist unklar beschrieben. Zu Beginn des Zuges des Trägers wird der Umhang aktiviert und Gegner sind bei Angriffswürfen auf den Träger im Nachteil. Dieser Effekt hält an, bis der Träger Schaden erleidet. Wenn ich das auf die Goldwaage lege, diese Formulierung, dann bedeutet das, der Zug beginnt, nehmen wir mal an, Carla hat diesen Umhang an. Zug beginnt, Umhang wird aktiviert. Gegner, die Carla angreifen, sind im Nachteil. Wenn innerhalb dieses Zuges dann Karlach Schaden erleidet, dann endet der Effekt und Gegner, die danach Karlach angreifen, sind bei ihren Angriffswürfen nicht mehr im Nachteil. Aber im nächsten Zug beginnt das wieder von vorne. Weil es ja heißt, zu Beginn des Zuges wird der Umhang aktiv. Und das heißt nicht nur einmal oder zu Beginn des Kampfes oder so, nein, zu jedem Zugbeginn wird der Umhang aktiv. So lese ich das, so steht das da. Also scheint man immer am Anfang des Zuges, scheinen die Gegner bei Angriffswürfen im Nachteil zu sein. So lange, bis jemand das mal trifft. Den Gegner, also den Träger des Umhangs. Das macht den Umhang sehr viel wertvoller, weil ich wollte nämlich gerade bemängeln, wenn man in einen Kampf hineingeht und direkt am Anfang dann doch irgendwie Schaden frisst und dieser Effekt ausgeschaltet wird, dann trägt der Held einen Mantel, der ihm den Rest des Kampfes über überhaupt nichts mehr nutzt. Das ist natürlich dann schlecht. Aber so wie ich es hier lese, müsste das Ding jeden Zugbeginn neu zünden. Ob das so ist oder ich hier einer womöglich ungenauen Übersetzung ins Deutsche auf den Leim gehe, das weiß ich nicht. Das muss man ausprobieren. Ne? So, was haben wir noch? Panzerschuhe des Kriegsmeisters. Kleidung besitzt normalerweise nicht viel Persönlichkeit. Das hängt wiederum davon ab, wie man sie trägt. Hä? Diese Handschuhe strahlen jedoch Selbstvertrauen und Erfahrung aus. Gibt konzentriertes Manöver. Die Ziele sind bei Rettungswürfen gegen deine Manöver und Waffenaktionen im Nachteil. Das klingt nach was Krieger- oder Paladinösem. Das kaufe ich nicht. Schneeüberzogene Klosterhandschuhe. Das klingt schon nach einem Mönch. Das Knacken deiner Knöchel in diesen Handschuhen lässt Schneewolken von deinen Fingern rieseln. Oh, ist das toll im Sommer, wenn es so warm ist. Das sind auch tolle Handschuhe für einen Masseur. Eiskaltes Händchen. Gib den frostigen Schlag, deine waffenlosen Angriffe bewirken zusätzlich ein W4 Kälteschaden. Das ist welches Kram. Was ist das hier? Ein Beerenkuchen? Süße Marmelade füllt sämtliche Hohlräume zwischen der buttrigen Kruste und den frischen Beeren obendrauf. Ja, damit. Baldurisches Kartoffelgemüse. Naja, gut, das müssen wir nicht unbedingt haben. So habe ich jetzt alles Wichtige gesehen. Ja, also es hat sich ja echt gelohnt, hier mal reinzuschauen. Und das wird richtig teuer. Ich betone richtig, richtig, richtig teuer. Aber das will ich alles haben. So, Zwerg, jetzt gehen deine Mundwinkel hoffentlich ein bisschen nach oben. Aber wir waren ja eigentlich im Gespräch. Freut mich, Hafner Enthal. You seem a nice sort, so I'll assume the insult was accidental. Was? In Farrell's no harper, and claims no love for those who are. But he's been known to shelter us when we need it. Entarl has been known to charge rent. Harpers have been known to ignore him. Now go on. The short father may send me an actual paying customer today. Ah ja, also der ist gar kein Hafner. Kollaboriert aber mit selbigen. Nun geht, der kleine Vater schickt mir vielleicht auch zahlende Kundschaft. Der kleine Vater ist wahrscheinlich Karl Glitzergold oder wer auch immer. Haben wir schon gemacht hier, gehandelt. Weggehen. Right, Sommy. You're on the door till our friends are done. God's forbid we do any business to him. Ah, der wird rausgeschickt, um die Tür zu bewachen, bis wir fertig sind. Und er hofft, der Händler hofft, dass in dieser Zeit keine Kundschaft kommen mag. Wir haben einen Schlüssel für dieses Ding. Ach so. Einmal ganz kurz durch den Laden gespäht. Nur mal ganz, 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 ganz kurz. Ganz kurz.
Ist ja alles Ausstellungsfläche. Wir dürfen uns hier bewegen und reingucken. Ist hier irgendwas, was dringend auffällt? Nein. Schlangenzahn, das ist ein Schlangenzahn. Dach, das ist alles Chemikazeug. Nö, das ist ein sehr, sehr gut aufgeräumter Laden. Für Abenteurerbedarf. No, sehr schön, gefällt mir gut. Dir auch noch Hallo gesagt? You break it, you. Well, knowing Enthal, it was already broken. Aha, verstehe ich nicht. Ihr macht es kaputt, ihr bezahlt es. Ach nein, so wie ich Enter kenne, war es schon kaputt. Wir sollen nach unten, das hier ist sein Lagerraum. Wir machen hier nichts zu, weil darum können die sich kümmern. Die haben ja außen alles abgeschottet. Na dann, Eisenleiter. Groß kann das da unten nicht sein. Wir sind ja in einem Brückenpfeiler oder in einer Etage unten drunter nochmal. Ah ja, ein kleines Hafnerversteck mit frischer Luft. Oh, hier ist ein Fass. Ein Fass mit PF. Hi, Harper. May Saluna's tears shine on this meeting. A very formal greeting, Geraldus. You are well? Yes, hi, Harper. Standing beneath Saluna's tears. The lad's a little nervous, Jahira. We heard of your great victory against Ketherick. Geraldus isn't nervous. He's terrified. And he's using Saluna's tears as some kind of code. I understand, Geraldus. Take a moment. And you, Harper. There is something familiar about you. Doesn't she remind you of our old friend Marcus? Oh, yeah. Jahira's meaning is clear. Marcus was a traitor laying a trap. The same, it seems, is happening here. Oh je. Oh je, 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 hab ich schon gesagt, oh je. Also, ich wollte gerade hier Drinke in den Mund legen, dass er diesen nervösen Typen total süß findet und ins Lager einladen möchte. Aber er hat einen Grund, nervös zu sein. Er ist nämlich verängstigt und hat in seiner Begrüßung das Codewort Selunes Tränen benutzt. Was mit Jahira abgesprochen ist, sodass sie weiß, dass er hier nicht frei sprechen kann, bedroht wird, dass er eine Falle ist oder irgendwas ähnliches. Und sie hier, die mich an die Schattendruidin erinnert, in Smaragdhain, die rattengeschaltige solche, sie wird von Jahira mit Marcus in Verbindung gebracht. Und Marcus war ein Verräter. Es ist klar, was Jahira meint. Marcus war ein Verräter und hat eine Falle gestellt. Das gleiche scheint hier der Fall zu sein. Ah, wir können versuchen, die Gedanken dieser Halblingsfrau, ist es vermutlich, wahrzunehmen. Nee, Jahiras Gedanken. Ach so. Ja, versuchen wir das mal. Müssen wir da würfeln? Ja, 14. Naja, wir können es ja mal probieren. Das ist ja nicht so schlimm. Einmal ist kein Mal. Ja, läuft. Oh, clever Cobb. This is an ambush. Strike first, while they focus on me. Kluges Kind. Also sie merkt, dass wir ihre Gedanken lesen. Aber wie merkt sie das? Kann man das merken? Es gibt diese Tränke des Gedankenlesens. Ich hatte mal gedacht, dass man das nicht merkt. Das wäre blöd, wenn man das merkt. Kluges Kind, das ist dein Hinterhalt. Greif sie erst an. Ich lenke sie ab. Ja, wir tun genau das. Zuschlagen, während Jahira sie ablenkt. So, der Kleine hier ist auf unserer Seite. Den werden wir hüten wie Dringils Augapfel. Wir haben es mit 4 Gegnern zu tun.
Sie sind überrascht, sie sind diese Runde nicht dran. Da hinten dürfen wir auch nicht in die Nähe, das ist gefährlich. Haben wir noch so ein explosives Fass? Wobei, auf einer Brücke sollte man sowas eher nicht zünden, ne? Eieieiei. Also, irgendwas, was uns das Leben leichter macht. Wir könnten versuchen, den Typen runterzuschubsen. Oder sie. Scheiß auf den Loot, ne? Aber das könnte auch wieder Aufsehen verursachen, wenn ja jemand von der Brücke stürzt. Das wollen wir ja gerade auch nicht. Also nicht so nah an dieses Fass ran. Ich sehe ja gerade nichts, was wir nutzen könnten. Wir sind in keiner guten Position, trotzdem wir angegriffen haben. Wir sind auch nicht im Vorteil gegenüber den Gegnern, auch wenn die überrascht sind. Da kannst du nicht... Oben könntest du drauf. Aber da wirst du auch gesehen. Eigentlich muss Trigge dort hoch. Gibt das Gelegenheitsangriff? Das will ich gar nicht wissen. Glaube ich. Also Trigge hoch und dann auf jemanden geschossen von da oben. Und dann versuchen wir mit Trigge noch den runter zu schubsen. Das wird aber schwierig. Ach, ich hab diesen... Warte mal, das ist ja jetzt total bescheuert. Wir kämpfen gegen Halblinge und Zwerge. Jetzt können wir genau dieses Ding da brauchen, was wir gerade oben gekauft haben. Diesen... Ihr wisst schon was. Hier. Ach, ich hab's nicht angezogen. Warum auch? Hier? Nee, da. Nee, was war denn das? Haben wir nicht irgendwas gekauft gegen Halblinge und Zwerge? Oder habe ich es nicht gekauft? Wie dem auch sei, wenn wir das jetzt anlegen, dann haben wir sowieso einen Punkt oder einen Zug vergeudet. Also, wir versuchen es. Ringe darauf. Jetzt hier verstecken. Jetzt können wir hier einmal... Achso, Moment, mal noch ein bisschen Gift auf den... Auf den Pfeil. Das kannst du aber nichts mehr schubsen. Ah, ist okay. Dann auf sie. 52. Die zauberisiert vielleicht. 52. Wow, was war denn das? Das ist ein Gestaltwandler. Hochinteressant. Also, Blattschuss. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Gut, jetzt wissen es auch alle anderen. Schattenherz ist dran. Wir machen einen Befehl. Befehlen. Waffe fallen lassen. Auf dort, dort und dort. Eigentlich nicht in Sicht ihnen, okay. Bisschen davon. Nochmal.
Befehl, Waffe fallen lassen. Wo ist es denn? Da. Ach, den brauchen wir nur... Nee, Moment mal. Dann machen wir es hier. Brauchen ja nur drei. Eins, zwei, drei. Bei einem, die bei zwei hat es funktioniert. Sehr gut. Sogar bei denen, wo ich es am meisten gewollt habe. So, du kannst jetzt nicht mehr da oben schubsen. Das kriegst du nicht hin. Stell dich mal ein bisschen schützend vor den Kleinen hier. Der ist auf unserer Seite. Okay, ich glaube, der Kleine ist sicher. So, Karlach. Ich wollte jetzt eigentlich den da runterschubsen. Schubsen ist eine Zusatzaktion. Du kannst ihm eine mitgeben. Ich muss doch gar nicht mehr schubsen. Doch, musst du. Der Winkel ist mein Feind. Egal, halt da rüber. Hauptsache weg von Dringil. Death greets us all, but not today. Not today, genau. So, da könnten wir jemanden ausschalten. Ich habe Jahira Offcam den Ring angelegt, wo sie gestaltwandelnderweise einen Bonus auf alle Würfe hat, also auch auf Angriffswürfe, denke ich, Tiergestalt deswegen. Sie hat bisher, als wir sie nicht gesteuert haben, immer gern als Raubkatze gekämpft. Hier, Panther. Deswegen. Kommst du da echt nicht hin? Ach, da kommst du hin. Kurz davor, ihn nicht zu erreichen, ha? Huh? Ah, schade. So, Dringil, du bist wieder dran. Die Gegner sind nicht mehr überrascht. Obacht. Ach, weil der jetzt da hingeschubst worden ist, haben wir jetzt Sichtlinie. Das ist ja voll ätzend. Fall der vielen Ziele. Vielleicht trifft er ja auch den. Wobei ich lieber hier angreife und dann soll es nach unten splittern. Ja. Aber das hat niemand sonst getroffen. Schade. Oder doch? Nee, das war der Kleine vorhin. Okay, Dringil, das war dein Beitrag. Du darfst dich verstecken. Schattenherz. Wir sollten sinnvollerweise diese Armbrust aufheben, richtig? Und dann kannst du hier Nachteil. Ach nee, du sollst aber schon mit deinem Speer kämpfen. Wegschubsen geht nicht. Nicht auf den Kleinen! Was hast du dir so gedacht, ha? Zimtziege.
Geh da raus, Hase! So, Karlach. Das wird ein leichtes Fressen fertig hier. Und ein gefundenes solches. Jawohl. Tja, was werfen kannst du nicht mehr? Dann geh mal da runter. Jahira, ja, das war jetzt alles so ein bisschen ungünstig, wie das hier gelaufen ist. Spring da mal runter. Und krall ihn dir. Geht's nur einmal? Nee. Was? Du hast doch auch noch den Vorteil. Moment. Was hast du da gewürfelt? Eine 5. Und da kommt die... Hä? 4? Angriffswurf 5. Plus 4 durch Übung. Plus 2 Geschicklichkeitsmodifikator. Okay, das ist diesen Ring, den sie trägt. Der gilt wohl offenbar doch nicht für Angriffswürfe. Das ist gut zu wissen. Okay. Danke. So, der ist ja quasi down. Ja, ist aber das kann sich dringlich mit anschauen hier. On my way. Keiner war so goldig. Wir nutzen jetzt Dringels Zug, um... Moment. Um... ihn da zu löschen. So. Wir kümmern uns um dich. Und jetzt machen wir gar nichts mehr? Nee, mit Ringel können wir nichts mehr machen. Ah, es wird Schattenherz oder irgendwer. Es ist alles nicht so dramatisch hier. Komm schon mal runter. Da passiert nicht mehr viel, denke ich. Schattenherz, du hast die Chance, ihn umzulegen. Aber 14 wirst du nicht schaffen. Es ist egal. Obwohl. Doch. Ja. Also. Ich habe Jahira. Was war das? Ach, da war irgendwas, ja. Hier diesen Ring gegeben. Nee, warte mal. Das muss man jetzt anders machen. Sollen wir es erstmal hier wieder ihre normale Gestalt annehmen? Dann können wir uns das hier mal anschauen. Sie hat diesen Ring des Gestaltwandlers. Du erhältst einen Bonus von 1d4 auf alle Würfe, wenn du deine Gestalt wandelst oder dich tarnst. Die Gestalt war gewandelt. Ich habe aber bei den Angriffswürfen von Jahira keinen Segen des Gestaltwandlers Bonus gesehen. Ach, damit sind nur Attributswürfe gemeint. Aha. Okay. Bei Würfe waren bei mir auch Angriffswürfe dabei, aber offenbar ist das so nicht gemeint. Dann ist der Ring ja doch gar nicht so toll. So, was ist hier los bei denen? Was haben die bei sich? Ein Brief, Tötungsbefehl. Lesen. Ihr werdet die Harfner-Gesichter nicht mehr lange tragen müssen. Orin hat den Befehl erteilt. Tötet die Alte. Aber berichtet ihr vorher, wie ihre kleinen Soldaten gestorben sind. Hebt ein Büschel Haare oder eine Sehne auf, wenn möglich. Die Auserwählte möchte eine Harfe bespannen. Ach, was die Auserwählte so alles möchte. Es ist ja auch wichtig, dass man sie Auserwählte nennt. Naja, wir werden sie auch auswählen. Ganz bestimmt werden wir das. Also hier, der eine hieß Zoll, der andere hieß Hem. Wo sind die anderen gestorben? Einer oben? Der erste war doch, hä? Ach, da oben, naja, alles klar, ich bin im Bilde. So, Langbogen, her damit. Lun und Gaff.
Okay. Die Frage ist, ob der Typ das oben gewusst hat. Wahrscheinlich nicht. Aber sprechen wir mal mit ihm hier. Er war ja live dabei. Did I get it right? Salunas Tears. It is said no false face can stand beneath their light. An old code, Harper. But yes, you got it right. Now I need your report. We had eyes on suspected cultists in the city, like you asked. We thought we were tracking them, but... They were tracking you instead, evidently. Doppelgangers. And they're not just working with the cult, hi, Harper. They're part of it. Ballists, I think. Sworn to Orin the Red, yes. We've already had the pleasure. Go on. Everything seemed fine until your latest orders. Until we started to search for the Rajamar. They struck the same night. I woke to one of them strangling Chelvin. While smiling at me out of her face. She said... It said... That I'd report back to you as normal. Louis, you here, and... I had no choice! I'm sure it felt that way, Geraldus. The others were likely dragged back to Orin. Tortured. Sacrificed. I do not expect you to die for me. But to risk Entharl? Any citizen who might have wandered in? There is always a choice. And the Harper must be able to make the hard ones. Perhaps this isn't the life for you after all, Geraldus. No, Jahira! Hi, Harper! Please! I'm still a Harper. I want to help! You've scarcely signed up, boy. And there is a war coming. Why die a Harper when you could still live as anything else? Oh, das ist aber echt jetzt gemein. Oh, da was zu kaufen? Deinen Strick, den nimmt er sich gleich. Den müssen wir dringend abkaufen, sonst macht er Dummheiten. Ganz dringend. So, okay. Also, das muss ich mal vorlesen. Das ist echt böse. Geraldus und Jahira unterhalten sich. Er hat das mit den Selunes-Tränen richtig gesagt. Kein falsches Gesicht kann unter ihrem Licht stehen, sagt man. Also das hat alles funktioniert mit dieser Warnung verdeckter Art. Dass es Doppelgänger waren, war auch klar. Und dann kommt sein eigentlicher Bericht, also die Neuigkeiten. Und sie, die Doppelgänger, arbeiten nicht nur mit dem Kult zusammen, hohe Hafnerin. Sie sind ein Teil davon, Ballisten. Alles schien in bester Ordnung, bis zu euren letzten Befehlen. Bis wir nach dem Rajamar gesucht haben. Dieses Wort habe ich noch nie gehört. Noch in derselben Nacht schlugen sie zu. Ich wachte auf, als einer von ihnen gerade Kelvin erdrosselte und mich dabei anlächelte. Es sagte, ich sollte euch ganz normal Bericht erstatten, euch hierher locken. Und ich hatte keine andere Wahl. Und dann kommt Jahira. Es hat sich gewiss so angefühlt, Geraldus. Die anderen wurden vermutlich zurück zu Orin geschleppt, gefoltert und geopfert. Ich erwarte nicht, dass ihr für mich sterbt, aber Entharl zu gefährden. Jeden Bürger, der hereinspaziert. Man hat immer eine Wahl. Und ein Harfner muss schwere Entscheidungen treffen können. Vielleicht ist dieses Leben doch nichts für euch, Geraldus. Und der widerspricht. Nein, Jahira, hohe Harfnerin, bitte. Ich bin immer noch ein Harfner, ich möchte helfen. Und Jahira. Ihr seid eben erst beigetreten, Junge. Und es wird Krieg geben. Warum als Harfner sterben, wenn ihr als jemand anderer leben könnt? Also sie macht ihm zum Vorwurf, dass er offenbar hier schon einige Zeit Geisel der Doppelgänger war und irgendwelche Berichte an Jahira gesendet hat. Wahrscheinlich über diese Riesenratte, mit der Jahira immer konferiert im Lager. Und in diesen Berichten war keine Warnung drin. Und er hat auch nichts getan, um irgendwie hier die Doppelgänger auffliegen zu lassen, um Entharl und seine Kundschaft oben zu schützen. Das ist das, was sie ihm vorwirft. Auf der anderen Seite sagt sie auch, er ist gerade erst beigetreten. Jetzt können wir hier irgendwas erzählen.
Wartet, Shahira, das ist nicht seine Schuld, sondern eure. Also, Drinke möchte ich ihm gerne beispringen. Der ist irgendwie putzig. Also entweder Option 1 oder Option 3. Ich weiß zwar nicht, worauf Drinkel mit Option 3 hinaus will. Wartet, Shahira, das ist nicht seine Schuld, sondern eure. Aber da schwingt ein bisschen das mit, was Drinkel im letzten Licht beobachten musste. Shahiras Unfähigkeit, Markus zu enttarnen. Ihre Unfähigkeit, Opfer zu verhindern, als diese Gargülen da angegriffen haben. Allgemein ihre Unfähigkeit im Kampf und ihre mangelnde Führungsstärke oder ihre Führungsklugheit. Ja, in die Richtung ging es ja alles. Drinkel hat ja lang genug sich angeschaut, wie Shahira nicht performt. Es wurde dann später beim Angriff auf die Türme des Mondaufgangs ein bisschen besser. Aber trotzdem sind die Erlebnisse im letzten Licht nicht vergessen. Und vor diesem Hintergrund, ich weiß, dass es Zufall ist. Es hätte auch alles ganz anders laufen können. Da hatte Shahira Pech, die würfelt ja auch. Und dann hatte sie halt nicht so das Glück bei ihren Sachen. Gut, Markus war fest geskriptet. Aber vor diesem Hintergrund, weil das hier in meinem Spiel so gelaufen ist mit Shahira, nur deswegen. Und weil Drinki das so einschätzt, deswegen gebe ich ihr jetzt Option 3. Wartet, Shahira. Das ist nicht seine Schuld, sondern eure. I most humbly beg your pardon? Ich frage das demütigst. Wie bitte? Ja, jetzt natürlich nur Option 1 oder Option 2. Dieses Gerede mit von dem Raschemark klingt, als hättet ihr Hafner auf eine zu gefährliche Jagd geschickt. Oder? Geraldus hat überlebt, um euch zu warnen. Dienen Hafner nicht dem Gemeinwohl. Ah, ich muss mal eben recherchieren, was ein Raschemar ist. Vielleicht weiß Drinkel das ja. Ich weiß es nicht, aber Drinkel könnt es ja wissen. Moment. Also Raschemar sind die Einwohner von Raschemen. Also das sind Menschen aus einem bestimmten Land, einem südlichen Land. Also kein Monster oder kein Tier. Ich nehme an, dass Drinkel das schon mal gehört hat. In Baldur's Tor gibt es bestimmt auch Raschema. Ab und zu. Die zweite Option verstehe ich nicht. Geraldus hat überlebt, um euch zu warnen. Dienen Hafner nicht dem Gemeinwohl? Also die Option 2 verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, worauf Drinkel damit hinaus will, argumentativ. Wenn Hafner dem Gemeinwohl dienen, das ist ja eher ein Argument dafür, zu versuchen, Enthal oben zu warnen und dabei sein Leben aufs Spiel zu setzen. Das ist ja genau das, was Shahira auch von ihm verlangt. Also bleibt nur noch Option 1. Es ist ja auch so gewesen, Geraldus Erzählung nach, sie haben irgendeinen Raschema verfolgt und ausspioniert und dann sind sie irgendwie selber ausspioniert worden. Und er als blutiger Anfänger war dabei. Also Option 1. Dieses Gerede von dem Raschema klingt, als hättet ihr Hafner auf eine zu gefährliche Jagd geschickt. You speak of something you know nothing about. But then why would you, when I have not told it? This mess is of my making. I sent the Harpers hunting after the cult without thinking what it would mean to be hunted in turn. Now they are compromised. And if not for you, I wouldn't even know it. I'm sorry, Geraldus. Harper. And I owe you an apology as well. I haven't told you everything I hope to learn here today. First, Geraldus, you're the last Harper in the city I can rely on. Lay low and rest while you can. I have matters to discuss with my friend here. Ah ja, sie nimmt's sportlich. Wo geht er jetzt hin? Er geht irgendwie raus. Hoffentlich sehen wir den wieder, den Kleinen. Den findet Hals sieht bestimmt genauso putzig wie Drinkel.
So, Kontenance. Also, das hat gut funktioniert, dieser Überlegung und dieser Argumentation. Denn Jahira war erst erzürnt über Dringils Vorwurf, aber dann, ihr wisst nicht, wovon ihr da spricht. Aber wir auch, ich habe es euch ja nicht gesagt. Völlig richtig, von einem Rashema haben wir nie was gehört. Ich habe diesen Schlamassel verursacht. Ich habe die Harfner Jagd auf den Kult machen lassen, ohne zu überlegen, was es bedeutet, im Gegenzug auch gejagt zu werden. Jetzt sind sie, also die Harfner, kompromittiert. Und wären ihr nicht gewesen, wüsste ich es nicht einmal. Ich bitte euch um Verzeihung, Geraldus, Harfner. Also ohne Geraldus würde sie das nicht wissen, weil dann hätten die Doppelgänger uns hier irgendwas erzählen können, wenn sie uns nicht angegriffen hätten, dann wäre das gar nicht aufgeflogen. Und ich schulde auch euch eine Entschuldigung. Ich habe euch nicht alles darüber erzählt, was ich hier heute in Erfahrung bringen wollte. Zunächst einmal, Geraldus, ihr seid wohl der letzte Harfner in der Stadt, auf den Verlass ist. Taucht unter und ruht euch aus. Ich muss mit meiner Begleitung sprechen. Naja. Hoffentlich sehen wir den wieder. Also, ihr, ja, dann sprechen wir mal. Orin knows the hunt. In one stroke, she places the Harpers beyond our reach. Separates us from our pack. Until we know who the false facers are, we cannot trust anyone beyond ourselves. Mhm. Also, Orin versteht die Jagd. Sie hat die Harfner mit Doppelgängern durchsetzt. Und bis wir wissen, wer die Falschgesichter sind, können wir nur uns selbst trauen. Außer Geraldus. Except Geraldus. It has been some time since anyone dared rap my knuckles like you did. No less than I deserve. I have not been overly generous with the truth. I came here to learn of the Chosen, true enough. But I set my Harper searching for someone else, too. Aha. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashomon? Das ist Minsk! Oh my God! Minsk! The name is as familiar as Jahira's own. A hero of the time of troubles, who saved the city more than once. Naja, wir wollen mal nicht übertreiben. Ja, Minsk war da schmückendes Beiwerk. Also, Jahira. Es hat lange niemand gewagt, mir einen solchen Schlag auf die Finger zu versetzen wie ihr. Unverdient. Ich war nicht übermäßig großzügig mit der Wahrheit. Ja, ich bin wegen der Auserwählten gekommen. Doch ich habe meiner Harfner auch jemand anderen suchen lassen. Sagt, wisst ihr etwas über einen Mann namens Minsk aus Rashemen? Und Karlach kennt den Namen und Dringil auch. Der Name ist so vertraut wie Jahiras eigener. Ein Held aus der Zeit der Sorgen, der die Stadt mehr als einmal gerettet hat. Ja, also Dringil kennt den Namen. Es gibt keinen lebenden Baldurier, der diesen Namen nicht kennt. But few know of his fate, I think. I had hoped to keep it that way. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We've fought at one another's backs, times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. Aha. Also, Jahira und Minsk sind gute alte Freunde. Und ist vielleicht ihr ältester Freund. Unzählige Male Seite an Seite gekämpft. Und als ich ihn das letzte Mal sah, überließ ich ihn dem Tod. Was ist passiert? Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. Mhm. Ja, kann man gut verstehen. Sie sagt,
Bevor wir je von dieser Absoluten gehört hatten, erhielten wir Kunde von einer Versammlung in der Unterstadt. Was wir fanden, war die erste dunkle Saat dieser Verschwörung. Ein Zirkel von Kultisten, Gedankenschinder in ihrer Mitte. Wir hätten das Übel dort ausrotten können. Doch bevor ich Hilfe rufen konnte, stürmte Minsk alleine hinein. Ja, das sieht ganz nach Minsk aus. Es war das reinste Chaos. Er wurde überrannt, von unzähligen Tentakeln hinabgezogen. Ich stand vor der Wahl. Bleiben und die Kunde von diesem Kult mit uns sterben lassen oder ihn zurücklassen. Ja, das ist eine Abwägung, die wohl getroffen werden muss. Also Drinky hätte genau das gleiche getan, mal ganz ehrlich. Wenn einer so blöd ist, da reinzurennen und nicht auf seine Befehle, außer Drinkys Befehle zu hören, dann Pech gehabt, ja? Also, ihr seid hier. Ihr habt die richtige Wahl getroffen. Zermürbt euch nicht. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes you get to take it back. Hä? So don't be sorry, because I mean to use you. Was? If you're willing. Was? Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Was erzählt sie? Moment. Die Welt nimmt denen, die sie verteidigen möchten, zu viel. Doch manchmal kann man es sich zurücknehmen. Es muss euch also nicht leid tun, denn ich gedenke, euch einzusetzen. Infektion, davon haben wir genug. Indoktrination, lieber nicht. Auslöschung, oh. Das war bisher das Schicksal aller, die der Kult gefangen hat. Aber es war nicht eures. Das stimmt, aber das ist nicht unsere Schuld gewesen, ne? Da war der Imperator dran schuld. Und der Umstand, dass Schattenherz in ihrer Kapsel das Artefakt hatte, wovon wir immer noch nicht wissen, wie das eigentlich passiert ist. Mit eurer Hilfe kann Minsk ihm vielleicht auch entgehen. Was meint sie denn? Ich kann nicht fragen, was sie meint. Wir können es versuchen, Jahira. Aber wir wissen nicht, ob er überhaupt noch lebt. I'm not asking for promises. Just the chance. Oh, the point is moot without a means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. Aha. Also irgendwie hat sie einen Funken Hoffnung, dass Minsk noch lebt. Wie auch immer sie darauf kommt. Yes. Und irgendwie geht das dann wohl in Baldurs Tor dann weiter. Ihr sagtet, es gäbe vielleicht einen anderen Weg, Minsk zu finden. There might be, but it's not a path I dread until we must. Let it wait until the city proper. Perhaps I'll have had a better idea by then. Also sie hat irgendeine Idee, wie man Minsk finden oder retten kann, wenn... Also, aber sie will jetzt nicht rausrücken damit, bevor wir in der Stadt sind. Okay. Ja, dann sei es so. So, ihr seid wieder schmutzig alle miteinander. Ach, die Schwemme, die hat ja alle Will im Inventar. Ei, das ist aber schade. Ja gut, die Episode ist schon wieder grenzwertig lang, weil ich mit dem Kampf so lange gegrübelt habe. Einerseits brauche ich das gar nicht, weil ich auf Normal spiele, auf Ausgewogen. Das ist wirklich nicht schwer. Aber ich habe mir das so angewöhnt durch die ganzen anderen Let's Plays mit taktischen Rundenkämpfen, die ich allesamt auf sehr hohen Schwierigkeitsstufen spiele. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier bei Baldur's Gate 3 nicht gemacht habe von Anfang an. Wäre am Anfang ein bisschen ruckelig gewesen, aber dann wäre es auch irgendwie gegangen. Naja, jedenfalls habe ich mir das so angewöhnt, da gut zu überlegen. Oh, ein ganzes Hütchen und Karotten.
Obwohl das hier spielmechanisch gar nicht notwendig wäre, auf diesem Schwierigkeitsgrad. Überwachungsnotizen lesen. Die Harfer der Stadt scheinen als unabhängige Zellen zu operieren. Jede Zelle untersteht einem ranghohen Mitglied, welches das größere Netzwerk überwacht. Eine sehr effektive Methode, durch die die Harfner an vielen Orten gleichzeitig aktiv sein können. Und die Zellen geschützt sind, sollte eine andere Zelle infiltriert werden. Wenn das ganze System aber einmal kompromittiert wurde, ist es auch die größte Schwäche der Harfner. Denn kein einzelnes Mitglied kann dann mehr feststellen, wo die Kontaminierung begonnen und wie weit sie sich ausgebreitet hat. Während sie also verzweifelt am Wiederaufbau arbeiten, setzten wir das Werk der Auserwählten fort. Das hat wohl einer der Doppelgänger verfasst. So, da drüben ist nix. Runter hier. So, hier. Schwere Truhe. Oh, ein paar Bomben. Bisschen Krempel, das nehmen wir alles mit. Hoffentlich sehen wir Geraldus wieder. Das war eine verdorbene Karotte. Die lasse ich gleich wieder fallen. Igitt. Verzehren. Nee. Ja, Vorratspaket. Naja, im Grunde genommen bringe ich das ja nur mit, weil man das ja grundsätzlich den Flüchtlingen spenden kann. Da hat ja nicht unbedingt jeder einen Schlafsack. Ne? Rollenspielerisch gesehen können wir natürlich weiter spenden, auch wenn das jetzt spielmechanisch mit Manip Nestor gerade nicht funktioniert. Ja, gute Pfeile. Nein, nicht hinlegen, ihn aufheben. So. Alles brauchen. Okay. Da drüben ist doch vielleicht noch irgendwas. Eine Säge. Tafelwein. Habe ich eigentlich die Truhe oben auf dem Balkon ausgeräumt? Nee, oder? Also, die... Oh je, das ist schwer. Die schossen mit Feuerpfeilen, deswegen ist hier einiges kaputt gegangen. Aber das nehmen wir gerne mit. Habe ich die da oben? Ja, habe ich. Okay, gut. Dann, Karlach, nimm dir noch diese Rüstung. Die nehmen wir auf alle Fälle mit. Kurz Inventarmanagement. Ah ja, schaut mal, hier ist noch was Interessantes. Die Beschreibung dieser Überwachungsnotizen... Die kann man natürlich nur lesen, wenn man das Buch ins Inventar nimmt. Und da heißt es, in diesem Buch hat ein Mitglied der Harfner einen Beobachtungseinsatz mit kalter klinischer Sprache notiert. Sie und ihre Gruppe haben einen Gefangenen mit einer Larve beobachtet. Einen tätowierten Riesen, der wenig sagte und seine Beobachter manchmal mit einem seltsamen Funkeln in den Augen anlächelte. Ein tätowierter Riese. Ist damit Minsk gemeint? Der ist relativ groß und er war auch tätowiert, wenn ich mich recht entsinne. Aber dann wäre Minsk ja auch mit einer Gedankenlarve infiziert. Naja, wer weiß. Das könnte ein Hinweis darauf sein. So, das schnell noch hier irgendwo abgelegt. In einen Beutebeutel. Um das hier abzurunden, gehen wir noch ganz schnell nach oben. Still alive. Um dem da Bescheid zu geben, dem Entau. Der müsste was gehört haben, oder? Ist das hier umgefallen? If your lot have cracked another bloody cask, I... They're dead, Entharl. Doppelgangers were using them as bait. Seems they snared more than they could skin in you. Did Geraldus survive? Alive. But he'll need some time to recover. I'll tuck the boy up tight till he's ready to get back to Harpering. What will you do? Continue the hunt. Aye. Silly question, I suppose. Ja, okay, also...
Die Harfner unten, die haben sich wohl etwas rüpelhaft verhalten, so habe ich das gerade verstanden. Aber es waren ja auch Doppelgänger, bis auf Geraldus. Und ja, dem deckt er hier auch den Rücken. Und bleibt weiter ein Verschworener der Harfner. Wo sind denn diese Halborks? Achso, hast du was mitbekommen? I should speak up. Sounds like you've left some bodies to bury. Plus side, Enthal pays overtime. Der kümmert sich um die Leichen, und wobei es sind ja keine richtigen Leichen, es sind ja Doppelgänger. Gut, dann geht mal raus hier. Danke fürs Sache schieben. Go on. If the Steel Watch come poking around, my brother and I will earn our coin. Aha. Also diese Orks sind wohl offenbar sehr verlässlich. Gut. Dann da oben, das ist offenbar Entals Privatgemach. Aber da wäre... Oder was ist das hier? Ach nee, ist ein anderer Laden. Eine Apotheke. Ah, da schau her. Gut, dann haben wir das noch vor uns. Da ist auch nochmal ein Türchen hier, ein Extra-Türchen. Wenn wir da unten hinlaufen zu der Stahlwache, dann gibt es bestimmt eine Sequenz. Das würde ich gerne erst machen, nachdem die Helden das nächste Mal im Lager geruht haben. Also geht's weiter mit dieser Apotheke oder nach einer Rast und etwaigen Ereignissen bei selbiger. Und wenn das überstanden ist, dann wieder mit Will statt Jahira dort mal geschaut, ob unsere Passierscheine überhaupt irgendwas wert sind. Ne? Aber noch bleibt Jahira jetzt gerade bei uns und wir gucken uns mal das Innere dieser Apotheke an. Gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.